Hallo und herzlich willkommen, liebe Mamas und Papas, zum Online-Kongress Eltern mit Herz, Kinder begleiten ohne Aggression. Anne Heinze ist heute mein Interviewgast. Anne ist begeisterte Autorin, Mentorin und metakognitiver Coach. Die Themen Hochsensibilität, Hochbewusstsein, Hoch- und Vielbegabung stehen seit vielen Jahren im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ihr Herz schlägt für alle Menschen, die viel vom Leben wollen, die mehr fühlen, tiefer wahrnehmen und große Visionen realisieren wollen. Anne, wie schön, dass du da bist. Hallo Barbara, grüß dich. Hallo. Magst du uns mehr erzählen? Was ist denn eigentlich ein metakognitiver Coach? Wir glauben uns unsere Gedanken nicht. Punkt. Das ist die Kurzfassung. Ja. Metakognition heißt, über das Denken nachzudenken und das Denken zu reflektieren. Also Meta ist das Übergeordnete. Du kannst dir das vorstellen wie eine Helikopterperspektive. Ne? Du gehst in die übergeordnete Perspektive, beobachtest deine eigenen Gedanken und die allermeisten Menschen erkennen sehr, 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 sehr schnell, dass sie den meisten Stress sich selber machen. Durch die Vorstellung davon, wie sie glauben, dass etwas sein sollte oder wie sich jemand verhalten sollte, auch sie selbst. Ja. Und wer in diesen Prozess einsteigt, dieses Denken, da kommt ja auch das Fühlen gleich danach. Ne? Du denkst dir irgendwas und fühlst dich dann positiv oder negativ. Ja? Da beginnt die Transformation sehr schnell, weil du merkst, dass du einen Einfluss auf deine Gedanken hast. Ja, absolut. Wir machen uns Gedanken, so heißt es ja auch. Ne? Wir machen uns Gedanken über irgendetwas. Ja, du beschäftigst dich mit hochgefühlig. Also ja, es ist ja alles hochgefühlig. Und sind wir das nicht alle irgendwie? Also der eine in einem Punkt mehr, der andere in einem anderen Punkt mehr. Aber wir sind alle irgendwie hoch, oder nicht? Nee, nicht ganz. Ich hab das auch mal geglaubt. Es gibt auch so ein ganz tolles Buch von dem Gerald Hüther, jedes Kind ist hochbegabt. Mhm. Und da war ich mit meinem damals 3 oder 4 Monate alten Enkel im Babyschwimmen. Und wenn du dann 12, 13 kleinste Kinder, die noch ganz wenig Prägung, außer der genetischen und meinetwegen Geburts- und Nachgeburtserfahrung haben, dann siehst du, dass es gewaltige Unterschiede gibt. Gewaltige. Ich werde nie vergessen, da lag ein Baby im Wasser, Enrico hieß er, wie so ein kleiner Buddha und ließ sich von seiner Mama so hin und her wiegen. Ja. Und mein Enkel war gleich einer, der den Turboantrieb machte und planschte. Und ich weiß nicht, also du siehst sofort Temperamentsunterschiede, Geduldsunterschiede, Neugierunterschiede. Neugier ist ein Hauptfaktor für sehr begabte, talentierte Menschen, die wollen einfach mehr wissen. Mehr erfahren, mehr verstehen. Und du siehst es schon, dass es da sehr und sehr große Unterschiede gibt. Das werden alle Eltern auch vergleichen können durch Spielkameraden und im Kindergarten und so weiter. Wir werden schon erkennen, dass es da deutliche Unterschiede gibt. Okay. Und wo ist jetzt genau der Unterschied zwischen hochsensibel und hochsensitiv? Hochsensibilität ist die stark ausgeprägte Wahrnehmung der 5 körperlichen Sinne. Also sehen, hören, riechen, schmecken, spüren. Also auf der Haut, Tastsinn. Ja? Hochsensitivität ist die stark ausgeprägte emotionale Wahrnehmung. Also zum Beispiel, ob wir uns mögen, ob wir gut miteinander sind oder, Thema auch bei dir im Kongress, ob ein Mensch aggressiv ist, ob er lügt, ob er verliebt ist. Also Stimmungen im Raum zu spüren, das Betriebsklima zu spüren oder eben eine ganz starke zwischenmenschliche Empathie, das Mitfühlen. Das ist die Hochsensitivität. Okay. Der Unterschied zwischen hochbegabt und vielbegabt, ich glaube, ja, magst du da noch was zu sagen? Oder? Ja, jeder Mensch hat eine Vorstellung davon, was Hochbegabung ist. Ja. Und meistens Vorurteile. Ganz einfach gesagt heißt das nur, dass es IQ-Tests gibt, Intelligenztests, die einen Wert von über 130 ergeben sollen und dann ist man hochbegabt. Bloß, es gibt 20 verschiedene Begabungsformen, die ich auch ausführlich alle beschrieben habe in irgendeinem Buch oder bei mir auf dem Blog. Gemessen werden aber in diesen IQ-Tests nur sprachliche, bildlich-räumliche und logisch-mathematische Intelligenz. Ja. Die intrapersonelle Intelligenz, die interpersonelle Intelligenz, die kreative Intelligenz, die soziale Intelligenz, die emotionale Intelligenz werden nicht gemessen.
Die werden einfach nicht gemessen in einem IQ-Test. Ja. Das heißt, wer da besonders stark ausgeprägte Fähigkeiten und Talente und Begabungen hat, der würde gar nicht als vielbegabter, ne, das ist eben das Wort für die anderen Begabungsformen, die in den IQ-Tests nicht gemessen werden, würde gar nicht erkannt werden. Und zum Beispiel die intrapersonelle Intelligenz, ne, was ich von mir in mir wahrnehme, meine Bedürfnisse, meine Vorlieben, meine Ablehnung, ne, das ist die intra. Und die interpersonelle ist das, dass ich spüre, wie es in dir, was in dir vorgeht, wie du dich fühlst. Das ist ganz klar die Hochsensibilität und die Hochsensitivität. Wird aber nicht gemessen. Okay. Ja, und wenn ich jetzt, wenn ich, also oder der Zuschauer, dieses Buddha-Baby bin im Bad, kann ich das lernen? Was lernen? Also kann ich. Buddha zu sein? Nein, das bin ich ja schon. Nein, ich meine, kann ich sensibel sein, lernen? Nein, das meine ich nicht. Dass ich lernen kann, mich besser in mich rein zu versetzen. Ja. Und lernen kann, mich in mich rein zu versetzen und in andere. Ja, und natürlich kann man das zu einem bestimmten Maß lernen. Das ist so, wie wenn du, ich sag mal, wenn du ein Handwerker bist und anfängst in der Ausbildung mit Hammer, Meißel und Feile umzugehen, dann kannst du vielleicht noch nicht so viel wie nach 3 Jahren Gesellenzeit und dann machst du Meister und dann kannst du virtuos mit deinen Werkzeugen umgehen. Und genauso ist es natürlich auch mit anderen Skills, Fähigkeiten. Ja? Alles, was du häufiger benutzt, zum Beispiel die Intuition, es wird stärker. Es gibt auch einen Intuitionsmuskel, eindeutig. Ja? Alles das, was du vermehrt einsetzt, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, wird größer. Und wenn du also versuchst zu spüren, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Gegenüber, wie fühlt sich mein Partner, wie fühlt sich mein Kind, dann wird das stärker werden, als wenn du sagst, oh, das geht da rein, da raus, das rauscht an mir vorbei oder ich habe hier Scheuklappen und da ein Brett. Na, ist klar, eine ganz andere Wahrnehmungsebene öffnet sich dadurch. Ja, und wenn ich jetzt das andere Baby bin, nicht das Buddha-Baby, dann habe ich da schon von Natur aus, ja, da bin ich quasi talentiert. Naja, stell dir einfach mal vor, wie soll ich das beschreiben? Mit einem Bild geht es am leichtesten. Ja? Normal begabt, normal sensibel ist hier so ein Kanal. Ja? Das ist so ein Kanal der Wahrnehmung, wo du alles wahrnimmst, was in dich reingeht, was rausgeht. Ja, und da bist du normal sensibel, normal begabt. Ja? Und wenn du aber hochbegabt, hochsensibel, hochsensitiv, hoch X, ja, dann hast du so einen Trichter. Und jetzt überleg mal, was da viel mehr reingeht an Wahrnehmung, an Information, an Reizen. Das kann ja auch, ist ja nicht nur positiv, ne? Du nimmst viel wahr, ist toll, geil, in meinem Beruf wunderbar. Ja? Wenn du aber in einem Großraumbüro lebst und arbeitest, ja, in einer großen Geräuschkulisse mit sehr vielen Menschen, kann das richtig schwierig werden. Es kann richtig schwierig werden, ja, weil so viele Reize, die da reinkommen, die musst du bearbeiten, verarbeiten, ablegen können, also auf welche reagiere ich, auf welche nicht. Ja. Also dieses da rein, da raus musst du unter Umständen lernen und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass du, wenn du in Stress gerätst, eine Möglichkeit hast, um Stress und Reizüberflutung zu vermeiden oder wieder abzubauen. Denn was dann passiert, ne, wenn du so einen Trichter hast, das ist für Kinder wie für Erwachsene das Gleiche. Dann schüttet dein Körper vermehrt Stresshormone aus. Also Cortison, Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Alles das sind so ein kleiner Cocktail an Hormonen, die sehr giftig sein können für dein Befinden. Ja, du fühlst dich einfach, ist zu viel. So geht das in einem Menschen dann, der zu viel Reizüberflutung hat. Das heißt, du musst herausfinden dann, was ist für dich der richtige Weg, um diesen Hormoncocktail wieder abzubauen. Dass du wieder auf ein normales Stresshormonlevel kommst. Dass du wieder durchatmen kannst. Dass du wieder bei dir sein kannst. Dass du mit Ruhe und Gelassenheit auf zum Beispiel, das ist ja das Thema heute, Interaktion mit Kindern reagierst. Ja, und eine Mutter, die reizüberflutet ist, nach dem, was ich jetzt erzählt habe, ist dir völlig klar,
wie die reagiert, wenn die Kinder sich streiten. Ja. Ich habe 5 Kinder großgezogen und 3 davon waren gleichzeitig in der Pubertät. 3 Mädchen. Das war ein Guerillakrieg, kann ich nur sagen. Ja. Die haben sich gekabbelt und bekämpft und in Konkurrenz und was du dir nur vorstellen kannst. Ja. Das war manchmal wirklich schwer zu ertragen. Ich war so froh, dass ich einen Hund hatte, mit dem ich dann immer, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt mal ein bisschen auf die Wiese. Ne? So. Und dann habe ich immer meinen Hund als Ausrede gehabt, so Zeit für mich zu haben. Ja. Durchzuatmen. Die werden sich schon nicht die Körper einschlagen, haben sie auch nicht. Aber alleine die Energie, die dann im Raum ist, das kann für Mütter, Väter übrigens auch, ist ja voll klar. Ja? Mhm. Fürchterlich sein. Fürchterlich. Ja. Oder wenn sie kleiner sind, die Geräuschkulissen. Na, wir sind jetzt hier bei meiner Tochter. Morgen hat mein Enkel Geburtstag. Der wird 6. Die alleine Geburtstagsvorbereitung. Der kommt morgens ins Bett gehüpft und sagt, ich muss heute noch Handstand lernen, weil morgen will ich Handstand können. Und blablabla. Das ist aber um 7:30. Ja, und dann geht das alles so richtig los. Dann musst du erstmal lernen, mit solcher Energie umzugehen. Und wenn du ein paar davon hast, das wird einfach schwierig, als hochsensibler Mensch dann gut mit Selbstfürsorge damit umzugehen. Das ist das, was Eltern unbedingt lernen müssen. Ja, wie können wir das lernen? Wir müssen etwas tun, was bei den meisten Eltern überhaupt nicht im Bewusstsein ist. Das ist wirklich, Elternsein ist ja sowas Selbstloses. Ich bin immer für meine Kinder da. Und so, ne? Und das ist falsch. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das Bewusstsein muss auf einen Faktor gerichtet werden, den ich jetzt gleich sage. Und da gibt es ein altes buddhistisches Sprichwort und Merksatz. Der Meister kümmert sich immer zuerst um sich selbst. Nur dann kann er für seine Schüler da sein. Jetzt ersetzt Meister durch Mutter und Schüler durch Kinder. Die Mutter kümmert sich immer zuerst um sich selbst, denn nur dann kann sie für ihre Kinder da sein. Ja. Die Mutter, der Vater, auch übrigens für die Partnerschaft, ne, genau das gleiche Thema, dürfen wir nicht vergessen, dass Partnerschaft, Liebesbeziehung, Erotik, Zuwendung, Verbundenheit, Gemeinsamkeit nicht untergeht vor lauter Kinder. Wo bringst du wen, wann hin und all so ein Kram. Ja? Da sich wirklich sehr, sehr bewusst dafür zu entscheiden, ich nehme mir Auszeiten, ich hole mir Unterstützung, Babysitter, Nachbar, die anderen Mütter haben alle das gleiche Thema. Also da ist Netzwerken total wichtig. Ja. Nimmst du mein Kind heute zum Schwimmen mit, nehme ich deins morgen mit zum Fußball. Ja. Ich möchte mal in Ruhe zum Friseur, wann hast du deinen Friseurtermin? Ja, genau so geht es. Ne? Und dann funktioniert das so, dass man auch wirklich diese Reizschwelle der starken Stressbelastung senken kann. Ja, das ist interessant. Ja. Netzwerken, wirklich bewusst sein. Allen anderen Müttern geht es auch so. Nicht jeder hat eine Oma um die Ecke. Ja. Wenn jetzt nicht jeder hochsensibel ist, jemand, der diesen Kanal, diesen kleinen Kanal hat, da kommt ja nicht so viel rein. Und die Mutter, oder der Vater, die kommen dann ganz gut zurecht mit der Lautstärke im kleinen Kindalter, als jemand, der so einen weiten Kanal hat. Mhm. Und ja, natürlich Netzwerken, unabdingbar. Wie kommt jetzt der hochsensible oder hochsensitive dahin, dass er auch nicht so viel aufnimmt? Das wäre ja ganz schrecklich. Das wäre, wie wenn ich sage, boah, amputier mal kurz meinen Arm. Das gehört zu mir dazu. Ne, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. 10% aller Menschen haben diese Persönlichkeitsmerkmale. Ne, so wie du hast braune, glatte Haare. Ich könnte auch sagen, ja, und da gibt es einen anderen, der hat blonde Locken. Und dann gibt es wunderschöne Afro-Locken. Oder meines nun grau und glatt. So, mehr oder weniger. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Feierabend, sonst nichts. Oder die Körpergröße. Und bei der Körpergröße gibt es ein ganz einfaches Bild. So, wenn du eine Frau bist, die, sagen wir mal, 1,85 groß ist, dann richtest du einfach dein Leben danach ein. Du kannst nicht, sagen wir mal, die gleichen Klamotten von der Stange kaufen, wie eine Frau, die 1,65 groß ist. 1,68 ist der Durchschnitt in Deutschland. So, bei 1,85 fährst du auch nicht jedes Auto. Und du hast wahrscheinlich auch ein anderes Bett.
Und wenn du anfängst, Tango zu tanzen, wirst du einen Tänzer, der 1,65 ist und wo du dein Kinn auf den Schädel ablegen kannst, auch nicht so prickelnd finden. Du richtest also dein Leben danach ein. Es hat riesige Vorteile. Ja? Du brauchst nicht immer gleich eine Trittleiter, wenn du aufs oberste Regal langen willst. Du bist vielleicht tolle Volleyballspielerin oder Basketballerin oder so. Du richtest dein Leben danach ein. Ja. Und genauso ist das mit den Hoch-X-Themen. Du richtest dein Leben danach ein. Ja, hochbegabte ja. Kinder brauchen besonders viel, wo sie ihre Neugierde befriedigen können, ne, wo sie basteln, erforschen, Informationen sammeln können. Die brauchen auch mal ein Radio zum Auseinandernehmen, damit sie wissen, wie ein Radio funktioniert. Mhm. Hochsensible, hochsensitive Kinder, genau das Gleiche. Die brauchen Bedingungen, wo sie diese Fähigkeiten leben können. Und nie, ach, sei doch nicht so sensibel, das von wegen lernen. Nein, sei gerne sensibel. Das ist nichts, was man sich abtrainieren soll, sondern es geht darum, diese Auszeiten, Rückzugszeiten, Downsizing im Sinne von Runterfahren des Energielevels, des Stresslevels, für sich selber zu erarbeiten, damit es nicht zu viel wird. Damit man einfach auch wirklich, das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor, diese Rückzugszonen. Eine 10-Minuten-Zone kannst du ab einem bestimmten Alter mit den Kindern wirklich einrichten. Du, 10 Minuten, ne? Ich mache die Tür zu, du auch in deinem Zimmer Tür zu und nach 10 Minuten komme ich ganz sicher wieder zu dir. Hier hast du eine Eieruhr. Das können Kinder mit 4, 5 lernen. Die Eieruhr macht Tick-Tack, wenn es klingelt, komme ich wieder oder du kannst zu mir kommen. Dann kannst du das ausdehnen auf eine halbe Stunde. Bei meinem Enkel funktioniert es jetzt jeden Nachmittag, wenn er nicht im Kindergarten ist, dass er dann am Wochenende, ne, 1,5 Stunden. Könnte er 1,5 Stunden in seinem Zimmer? Die Eltern sind 1,5 Stunden in ihrem Zimmer. Und dann findet er das richtig toll, weil er wird ja auch nicht gestört. Es geht ja dann in beide Richtungen. Wir haben es früher gemacht, als die Kinder groß genug waren. Ab 8 Uhr ist Stille. 8 Uhr. Was ihr dann aber macht nach 8 Uhr? Ihr könnt malen, ihr könnt Musik hören. Die hatten keinen Fernseher und keinen Computer auf ihrem Zimmer. Ihr könnt lesen, ihr könnt euch auch gegenseitig besuchen. Aber 8 Uhr ist Stille und wir haben 8 Uhr Stille. So, und das hat super funktioniert. Die haben sich sehr, sehr gegenseitig respektiert. Also mit Anklopfen und so, darf ich stören? Ne? Nein, dann auch nein. Ja? Oder ein Schildchen, wir haben ein Schildchen gehabt, an die Tür gehängt. Rot heißt, klopfen ist schon eine Störung. Grün heißt, du darfst klopfen. Tür offen heißt, du kannst reinkommen. Ja. Und die Kinder wollen das dann für sich selber auch in Anspruch nehmen. Deswegen respektieren sie das sehr schnell. Ja. Es ist also weder eine Stärke noch eine Schwäche. Es ist einfach so. Ja, das ist genau, sehr schön gesagt. Meine Nase kann ich auch nicht verändern. Nein, es gehört ganz genauso. Es gehört zu dir und du schaust, was kannst du damit machen. Nicht es wegreden, sei nicht so sensibel. Weißt du, stell dir einfach mal vor, ein Kind erlebt, Mama, geht's dir heute nicht gut? Und die Mutter sagt, doch, natürlich geht's mir heute gut. Das Kind merkt, es wird belogen. Ja. Mama, bist du traurig, weil der Opa gestorben ist? So was. Nein, ist alles nicht so schlimm. Ja? Ja. Das Kind denkt, es selbst wäre verkehrt mit seiner Wahrnehmung. Was macht das mit dem Kind? Ja? Oder nehmen wir Hochsensibilität. Kinder essen bestimmte Dinge nicht, weil sie den Geschmack im Mund nicht wollen, die Konsistenz im Mund. Tragen Klamotten nicht. Entweder da ist ein Schildchen, das kratzt, da ist eine Naht. Du weißt, was ich meine, ja? Genau, denke ich, ja. Genau. Oder sie reagieren sogar mit Allergien bei Nahrungsmitteln oder Waschmitteln, Shampoo etc. Da kannst du nicht sagen, stell dich nicht so an, los, doch egal, ob es kratzt. Das machst du doch nicht, ja? Und das ist das Leben danach einrichten, wo eben die persönliche, individuelle Sensibilität ausgeprägt ist. Wobei es noch einen extrem wichtigen Punkt gibt, wenn du weißt, 10% aller Menschen sind hochsensibel oder hochsensitiv und 10% aller Menschen haben Alexithymie, also das Gegenteil davon, also Gefühlsblindheit. Das habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Wikipedia ist dein Freund, kannst du nachgucken, gibt es einen Eintrag, ist auch sehr schön wissenschaftlich nachgewiesen, 10% aller Menschen über alle Kulturen und Kontinente hinweg haben Alexithymie. Alexithymie, okay. Gefühlsblindheit. So, jetzt trifft ein gefühlsblinder Mensch auf einen gefühlsintensiven Menschen, einen hochsensitiven. Das ist wie wenn ein Spanier mit einem Chinesen redet.
Ja. Die spüren, es ist einfach auch nur, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, gilt auch nicht als eine Erkrankung oder therapiebedürftig, sondern du gehst einfach davon aus, der Mensch spürt nicht so richtig, was in ihm vor sich geht. Zum Beispiel fühle ich mich traurig, merkt er nicht, was er aber merkt, er somatisiert das dann. Ne? Insofern lernen auch Leute mit Alexithymie ihre eigenen Gefühle irgendwann mal wahrzunehmen, weil sie merken, ich habe Bauchweh. Ja, weil sie merken, ich habe Halsweh. Weil sie merken, ich habe Kopfweh. Also diese psychosomatischen Ausdrücke von Gefühlen, das lernen sie kennen. Oder aber auch, was Alexithymiker gerne machen, dass sie dann sich abschauen, aha, das und das ist passiert. Aha, dann reagiert man mit Lachen, Weinen, Tränen, Freude. Ah, dann, ah, das ist das, der Zusammenhang. Okay. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass jeder so fühlt und alles so wahrnimmt, so wie ich das auch habe. Ja, das denken wir. Und Ja, das irgendwann denkt wunderst du man. dich dann, dass komisch, das haben die gar nicht mitbekommen. Das haben die gar nicht Genau. mitbekommen, dass es da jetzt gerade so laut war oder dass es hier so grell ist, dass ich mich anders hinsetzen muss, damit ich die Sonne im Rücken habe oder sonst was, ja. Und dann Ja. merkst du auf einmal erst, dass das gar nicht so ist, dass die anderen Menschen ganz andere Dinge wahrnehmen. Ja. Und dann haben wir ganz oft, dass wir denken, oh Gott, oh ja, ich, oh, mir ist das alles viel zu hell hier, aber die anderen, die finden das alles okay. So, was ist denn jetzt falsch an mir? So, sowas haben wir. Ja. Genau. Ja, das ist auch Genau. relativ typisch, ne? Dieses Gefühl, ein Alien zu sein, was ganz merkwürdig ist. Ja. Und auch, ich kann das doch nicht sagen, was ich gerade wahrnehme. Ich darf das gar Ja. nicht ausdrücken, weil dann werde ich komisch angeguckt mit glasigen Augen. Die Leute wissen gar nicht, wovon ich rede. Und wenn du das als Kind schon ein paar Mal erlebt hast und das immer weiter kultivierst, dann gewöhnst du dir deine Wahrnehmung auch ab, weil du immer denkst, du bist verkehrt. Und Ja. wenn du dann aber entdeckst, dass Hochsensibilität und Hochsensitivität was ganz Normales sind, dann passiert es so, dass du auf einmal andere Hoch-X-Menschen auch erkennst an ihrem Verhalten oder wie sie sprechen. Also es sind nur 10% der Bevölkerung sind hoch, genau. Und also mir kommt das mehr vor. Wirklich, besonders ich höre auch ganz oft, wenn Kinder so weinen, jammern oder schreien, dass die Eltern dann sagen, oh ja, du bist müde, du bist ganz müde. Komm, wir müssen. Also das ist immer so der erste Punkt, so, du bist müde, du gehörst ins Bett. Ja. Dabei kann doch was ganz anderes dahinter stecken, wenn das Kann, Kind. aber in meisten Fällen ist es tatsächlich müde. Als Ja. Mutter oder auch als Oma siehst du das, ne? Wenn die Augen dann so einen bestimmten Ausdruck haben und das merkst du schon. Aber wenn du glaubst, es wären mehr Menschen, die hochsensibel sind, geh mal in ein Fußballstadion. Geh mal in ein Rockkonzert. Geh mal in ein Einkaufscenter am Samstagmorgen, dann siehst du, wie viele Menschen unsensibel sind. Du meinst, ein Hochsensibler kann das nicht aushalten. Nee. Wenn er die Wahl hat, macht er das nicht freiwillig. Also wenn ich ins Fußballstadion gehe, dann und mich da wohlfühle, dann bin ich nicht hochsensibel. Ist sehr unwahrscheinlich. Große Ja. Menschenmengen, große viele Reize, ne? Den da. Ne? Das ist ja dann, boah, zehntausende Menschen kreischen, brüllen, schreien, riechen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, woran kann ich das noch merken, ob ich ein Hoch-X-Thema habe? Naja, ich habe es ja vorhin schon ein paar Sachen genannt, also zum Beispiel, wie du Dinge beim Spüren auf der Haut wahrnimmst. Wie deine Haut reagiert. Wir haben ja das Ektoderm, das ist die äußere Haut, wir haben das Entoderm, innere Haut, also wie du auf Nahrungsmittel reagierst, welche Nahrungsmittel du gut verträgst, wann nicht, ob du ein Reizdarmsyndrom hast, ob du zu Migräne neigst, also die ganzen psychosomatischen Einflüsse. Dann ist relativ häufig bei Hochsensiblen, dass sie auf ungewöhnlich auf Medikamente reagieren. Sie brauchen zum Beispiel sehr viel weniger einer Dosierung. Oder sie haben sogar eine paradoxe Reaktion. Also beim Zahnarzt wirken lokale Anästhesien nicht, wo der Zahnarzt denkt, komisch, muss doch sein, ja. Oder aber sie kriegen eine Narkose und die Narkose wirkt nicht. Ja.
Das sind solche Geschichten. Bei der Hochsensibilität ist es wahrzunehmen, wie reagiere ich auf andere Menschen, wie spüre ich zum Beispiel das Betriebsklima oder die Unternehmenskultur oder wie es einem anderen Menschen geht, bevor er was gesagt hat, was übrigens auch in der Partnerschaft blöd sein kann, weil wenn du siehst, da kommt dein Mann nach der Arbeit zur Tür rein und du siehst, ups, es war kein guter Tag für ihn. Und du sagst, Schatz, also pass mal auf, vielleicht sollten wir heute das und das machen. Der hat das aber selber noch gar nicht realisiert, wie er gerade drauf ist. Dann kann das sein, dass das, was du sagst zu dem Partner, übergriffig wirkt. Der braucht einfach erstmal eine Zeit, um das zu realisieren. Es gibt so viele Arten der Ausprägung von den Hoch-X-Themen, dass es da keine pauschalen Kriterien gibt. Ja, es gibt bestimmt auch Abstufungen, oder? Ja, natürlich, ganz klar. Ja, ja, ja. Ja. Ja, verstehe. Ich meine, die ganz schärfste Abstufung ist ja, über Menschen haben diese multiple chemische Sensibilität. Die können nur im Wald leben. Jetzt buchstäblich, das gibt es ja. Ja. Oder Elektrosmog. Die ertragen nicht, wenn sie Stromleitungen um sich herum haben, die man nicht abschalten kann, dann können die nicht schlafen. Das kann also ganz schlimme Auswirkungen haben oder normale Auswirkungen. Ja. Wie geht denn dann das Zusammenleben? Du hast eben die Partnerschaft angesprochen, dass der eine so ist und der andere so. Wie kommen sie denn zusammen? Oder auch, ich denke auch an natürlich Eltern und Kinder. Also wenn das Kind hochsensibel ist und die Mutter nicht so sehr, dann versteht die Mutter das Kind womöglich überhaupt nicht. Ja. Also geh mal davon aus, dass das Kind es irgendwo hat. 50% aller Hoch-X-Formen sind erworben, 50% sind vererbt. Erworben heißt meistens durch Traumatisierungen. Oder bei Erwachsenen auch Burnout. So, das sind erstmal so die Grundlagen. Wenn du feststellen willst, wie stark du da ausgeprägt bist, da gibt es Tests, die du im Internet machen kannst. Auch bei uns auf der Seite einfach Online-Tests. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutter, die selber hochsensibel ist, oder ein Vater, ja, hochsensibles Kind hat, ist natürlich viel größer als anders. Ja. Wenn du als Mutter aber nicht gelernt hast, auf deine eigene Sensibilität Rücksicht zu nehmen und sie glücklich zu leben und zu sagen, boah, ist toll, das ist einfach nur, ne, 1,85. Ah, und da habe ich Vorteile dadurch. Ich kann zum Beispiel meine Hochsensibilität fantastisch in meiner Arbeit einsetzen. Wenn du mit Menschen arbeitest, egal was, Lehrer, Erzieher, Ärzte, Therapeuten, Coaches, Berater, ja, die schon das Potenzial und das, was in dem Menschen liegt, wahrnehmen, bevor der das überhaupt realisiert hat, der merkt nur, das ist was nicht in Ordnung. Ne? Das ist eine wunderschöne Fähigkeit. Ja. Ja. Nur, ja. Nur jetzt. Wie, also, okay, nehmen wir an, der Vater ist hochsensibel und das Kind auch und die Mutter aber nicht so sehr. Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Wie geht denn das zusammen? Das ist ja wirklich wie, Spanier und Chinese, ne? Nicht ganz. Denn es gibt die Möglichkeit, Sprachen des anderen zu lernen. Und das funktioniert immer mit Kommunikation, Aussprechen. Aussprechen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was du nicht weißt, kannst du nicht bekommen. Also erstmal in mich reinspüren lernen, was ist denn das, was jetzt gerade mein Körper mir sagt. Der Körper bei hochsensiblen Menschen ist ein Seismograph. Der spürt sehr, sehr genau, was gerade im Unklaren ist, im Unreinen ist und reagiert darauf. Dann spüren, Moment, mir wird immer schwummerig. Warum wird mir immer nur schwummerig? Was brauche ich denn jetzt? Ich muss von der Vulkaninsel runter. Ja, gemacht. Ja. Also die Reagieren auf das, was der Körper dir sagt, ist so wichtig. Die Sprache des Körpers zu lernen und in der Interaktion, in der Familie aussprechen, was brauchst du gerade? Was brauchst du gerade? Und sagen, Schatz, ich brauche das. Oder wo kannst du mir hierbei helfen? Oder kannst du bitte mal dafür sorgen, 2 Stunden? Oder ich muss mal alleine ein Wochenende verbringen. Ja. Wenn du es nicht verbalisierst, wie soll das denn kommen? Also ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben diese Interaktion. Und dann kannst du wunderbar auch mit einem Chinesen Spanisch sprechen oder in der dritten Sprache dich unterhalten.
Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Ich finde das auch ganz wichtig, das bewusst zu machen, dass es halt verschiedene Menschen sind, die verschieden spüren und die durch Kommunikation zusammenfinden. Und nicht, dass alle gleich sind und so, ja, ich spüre das, auch das muss der doch auch spüren, sondern dass wir einfach miteinander reden. Ganz Naja, ich einfach. meine, das ist so, schau mal, jeder weiß, es gibt Kinder, die haben überhaupt keine Talente für Sport. Ja. Ne? So, also, oh, die quälen sich mit dem Sportunterricht, suchen jede Ausrede, damit sie es bloß nicht machen können. Andere Kinder, die haben total viel Sporttalente, andere technisches Gespür. Die basteln gerne. Wieder andere Sprachtalente. Wir würden doch auch nicht von einem Fisch sagen, steig auf den Baum. Ja. Ganz einfaches Bild. Und so einfach zu schauen, was ist das, was das Naheliegende ist und das Leben danach einrichten. Das gilt für die Kinder genauso wie für die Eltern. Ja, das klingt jetzt, das klingt so einfach. Ja. Und Ja. dann sitzt du zu Hause mit drei, vier Kindern, wo das eine hochgefühlig ist und das andere nicht. Und du als Mutter sitzt so in diesem Pudding und musst das alles irgendwie steuern. Ja. Das ist Ah. so. Das ist der Job der Mutter und der ist manchmal echt hart. Ja. Richtig, richtig hart. Und das zu erkennen, du musst keine perfekte Mutter sein. Du musst keine Mutter sein, der es nicht auch mal zu viel sein darf. Oder es ist sogar ein bisschen, warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum habe ich überhaupt so viele Kinder? Oder das tiefe Bereuen, ja, auch mal sagen, oh nee. Auch mal zu sagen, ey, jetzt wird mir alles zu viel. Ja. Sich das einzugestehen ist so wichtig. Das ist so wichtig. Diesen eigenen hohen Anspruch, das haben viele Hoch-X-Menschen, einen sehr hohen Anspruch an sich selbst, sehr starken inneren Kritiker, der sagt aber, das solltest du so nicht machen, ne? Weil sie auch in sich den Wunsch haben, altruistisch für andere da zu sein, sich um andere zu kümmern. Die mögen das, ja. Aber sie müssen natürlich dann auch erst auf sich achten, ne? Der Meister kümmert zuerst um sich selbst, dann kann er für seine Schüler da sein. Das ist etwas, was man lernen kann. Darauf wolltest du hinaus mit der Frage, ja, wie kann ich das denn, wenn es auf einmal alles so viel ist? Lernen. Lernen. Du kannst jede Fremdsprache lernen, wenn du willst. Du kannst lernen. Ich frage dann übrigens Klienten immer, kannst du schwimmen? Ja. Kannst du Fahrrad fahren? Okay. Kannst du irgendeine Sprache? Ja, Englisch? Okay. Was hast du gemacht, um alle drei Sachen zu lernen? Englisch, Schwimmen, Radfahren. Englisch, Schwimmen, Radfahren. Ja, und dann kommen sie irgendwann drauf, ich habe geübt. Ich habe Schwimmen geübt, ne, vom Planschbecken bis zum Nichtschwimmerbecken bis zum Schwimmerbecken, beim Ja. Fahrradstützräder und so weiter. Und genauso ist das bei den anderen Themen auch. Wenn wir das wollen, weil wir das Ziel haben, ich will ohne Stützräder geradeaus fahren, ich will im tiefen Wasser schwimmen können und ich möchte mich in London mit einem Engländer so unterhalten können, dass ich einen Tee bekomme, wenn ich Tee bestelle und keinen Kaffee, ja, Ja. dann ist es das, was du auch lernen kannst in der Interaktion mit anderen Menschen zu deinen persönlichen Themen. Als Kinder, als Mütter, als Eltern, als Väter, alles wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Es gibt ja bestimmt viele, die jetzt sagen, so ja, ich sitze jetzt hier in meiner Familie mit ein paar Kindern und ja, die brauchen ganz viel. Ich muss kochen, ich muss Klamotten kaufen, ich muss das Haus putzen und dann habe ich auch noch einen Job und dann womöglich noch einen Hund, der so positiv ist, wie du es am Anfang gesagt hast. Ja, und ich sitze da drin und ich habe echt keine Zeit. Ich kann doch nicht aufhören zu kochen, weil die Kinder haben Hunger. Ich habe auch Hunger. Und ich kann doch jetzt nicht aufhören, das Haus zu putzen, weil je weniger ich mache, desto mehr Berge türmen sich auf und so. Wo fange ich an? Ich glaube einfach, also einfach tun. Oder nicht? Einfach mal. Ja, also das fängt als allererstes mit dem Bewusstmachen an. Was mache ich wann, wie und wo? Es gibt Leute, die sind ja die ganze Zeit dabei, spontan zu kochen. Die haben keinen Plan mehr für die Woche. Und es macht es Ja. sehr viel leichter, wenn du freitags oder samstags dich hinsetzt. Meine Tochter mit Enkel und die machen das so. Einen Tag darf er aussuchen, was es zum Abendessen gibt. Tagsüber sind ja alle versorgt mit der Arbeit, ja? Und auch im Kindergarten. Es geht ums Abendessen. Er sagt, darf aussuchen, Papa darf aussuchen, Mama darf aussuchen. Er darf aussuchen, Papa darf aussuchen, Mama darf aussuchen. So, dann weißt du ganz genau, was du einkaufen musst.
Und es gibt nicht immer warm gekocht. Nein, nein, das heißt noch lange nicht, weil Sohnemann mag ja lieber Laugenbrötchen mit Butter, das war es dann schon, ja. Und dann dürfen Eltern sich auch gerne noch was anderes drauf machen. Also zu schauen wirklich, wie kann ich einen Plan, wir reden gerade vom Thema Selbst- und Zeitmanagement. Ja. Wenn du spontan bei jeder Gelegenheit kochen musst, und macht es Stress, wenn du spontan bei jeder Gelegenheit waschen musst, Wäsche ist auch so ein Thema, gerade bei Kindern, ja. Sag dir, ein oder zwei Tage in der Woche, wo du Wäsche machst, dass du nicht permanent beim Stopfen und Rausholen und Falten und Wegräumen und, ne, also wirklich das Zeitmanagement als Mutter oder als Vater lernen und zu hinterfragen, was habe ich bisher gemacht, ist so wichtig. Was hat mir eigentlich selbst Stress erzeugt? Weil ich glaube, ich muss das so machen und nicht anders. Und zu fragen, ist es wirklich wahr? Da sind wir jetzt beim Metakognitiven wieder. Muss ich es wirklich so machen? Kann ich das nicht auch mal anders machen? Mhm. Und dann, was könnte ich anders machen? Wie könnte ich es anders machen? Und es gibt in der Regel nicht nur eine Alternative, sondern das ist einfach eine Erfahrung aus meiner Arbeit. Du hast mehrere Alternativen. Ja. Kannst, also beim Essen kannst du übrigens, bei meinen Kindern war es ja so, immer die Frage des Alters, ne? Wir hatten tatsächlich auch einen Haushaltsplan. Ich habe gesagt, Leute, wir sind alle Vollzeit berufstätig, auch ihr Kinder. Schule ist nämlich auch Vollzeit Berufstätigkeit. Und dann haben wir einen Hausordnungsplan gemacht. Also wer bringt den Müll raus, sortiert? Wer macht die Spülmaschine? Wer füttert die Tiere? Katze, Hund und Wellensittich hatten wir. Wer deckt den Tisch und räumt aus? Und als die Mädels alt genug waren, die Jüngsten, da war die Jüngste, glaube ich, 8, hatten die einen eigenen Wäschekorb, einen eigenen Wäscheständer und konnten die Waschmaschine bedienen. Da haben die ihre Wäsche selber gewaschen, selber aufgehängt und selber runtergenommen. Weil es ging nur noch Chaos durcheinander. Wo ist mein T-Shirt und so? Ne? Ja, Leute, eure Sachen, unsere Sachen, ihr könnt waschen, wann ihr wollt. Ich wasche die Erwachsenen-Sachen. Also da auch mal neu denken. Müssen wir das alles selber machen? Und dann kam tatsächlich, bei mir ist es auch passiert, dass sie gesagt haben, dass, was haben sie gesagt? Wie hieß er denn? Der Robin muss nie die Spülmaschine ausräumen. Und die Lisa auch nicht. Habe ich Mama von Lisa und Robin gefragt, sag mal, stimmt das? Nee, natürlich nicht. Ja, so, also dieses zu sagen, Leute, das ist hier Teamwork. Familienleben ist Teamwork. Mama, Papa oder Mama, Mama, Papa, Papa, ist mir jetzt an der Stelle auch egal. Ich mag dieses ganze Gendern überhaupt nicht. Ja. Divers, mir auch wurscht. Also Mensch, Mensch, Kind, Kind. Ja. Ja. Organisieren, aussprechen und sagen, Leute, was können wir ändern? Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt an diesem Punkt viele sagen so, ja, okay, das ist ja schön. Das ist ja schön, dass es bei ihr so geklappt hat. Nur ich schlage das vor und alle sagen, ach nö. Ja, genau, genau. Hat eben nicht geklappt bei mir. Was glaubst du denn, Barbara? Was für ein Widerstand war. Wir haben so ein großes Poster ausgedruckt mit diesen Regeln, wer wann was macht. Das war immer so rollierend, turnusmäßig. Ja. Haben das laminiert. Und im Kinderbad an die Tür gehängt, die direkt hinterm Klo war. Das heißt, die saßen auf dem Klo und konnten dann den Haushaltsplan bei Heinzes anschauen. Ja? Ja, und dann haben die das, Ding angefangen zu bemalen, durchzustreichen, zu überkleben und all so Sachen. Ja? Widerstand. Und dann ging es darum mit dem Wäschewaschen. Da habe ich gesagt, Leute, das ist alles ganz, ihr macht es nicht, ist egal, aber ich mache es auch nicht. Habe alle Klamotten, die da rumlagen und die riechend rumlagen, in einen blauen Müllsack gepackt, Stopf, 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 und habe die in der Garage gestellt. Ja. Ja, wo sind meine Klamotten? Und dann, meine T-Shirts. Ja, habt ihr nicht gemacht, ich habe sie weggeräumt. Ja, wo sind sie denn in der Garage? Könnt ihr wieder rausholen. Ja. Ja. Also das Schlimmste, was Mütter und Väter machen können, ist dann nicht konsequent zu sein. Wenn du irgendwas ankündigst und auch besprichst und mit den Kindern sagst, wir müssen das jetzt so und so organisieren, wer meldet sich freiwillig hierfür? Irgendwas müsst ihr alle machen. Ja? Wir können das so machen, dass jeder seine Lieblingssachen kriegt, aber es muss dann irgendwann auch gewechselt werden, wenn es unbeliebte Sachen gibt. Ja? Und dann wird das verweigert, dann verweigerst du auch. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Nico, die arme Nico, die hatte Tierdienst, also Hunde und Katzen füttern, morgens und abends. Und dann hat die einfach, weil ihr das zu blöd war, die
abends einfach den Ollennapf von morgens wieder gefüllt, nicht gespült. Weißt du, wie das angetrocknete Katzenfutter oder Hunde von der, ja, ja. Hat es einfach wieder gefüllt. Dann habe ich gesagt, Nico, erst mal spülen. Ja? Und das stinkt doch. Und es stand auch einen ganzen Tag darum. Na, hat sie nicht gemacht. Dann habe ich ihr am Abend den Teller vom Mittagessen hingestellt, der auch nicht gespült war. Die Kätchen und Ipo, so hießen, du meinst das nicht nötig, es ist ein bisschen oll. Findest du das jetzt okay? Kannst du gerne auch machen, wie bei Lieschen und Ipo. Ja, da hättest du mal sehen können, wie schnell die anfängt, die Näpfe zu spülen. Mhm. Du musst, es ist, du machst dich tierisch unbeliebt. Du bist der Buhmann der Nation. Die Hexe wieder und so, ne? Aber wie willst du es denn sonst? Bist du der Sklave der Nation? Dann bist du die Mama, die allen alles hinterherräumt und das ist ein Hotel. Mama, kannst du hier Mama machen? Das geht aber nicht, wenn du Vollzeit berufstätig bist. Das funktioniert nicht. Ich habe erst angefangen, Vollzeit zu arbeiten als die Jüngste. Kann man überlegen. 10 war. 10 oder 11, sowas, ja. Sonst habe ich Teilzeit gearbeitet. Ja. Aber ich kenne Mütter, die arbeiten Vollzeit nach 2 Jahren. Ja, es gibt auch schon Mütter, die arbeiten Vollzeit nach 3 Monaten. Ja, gibt es auch. So, das musst du organisieren. Das geht nicht einfach so mal so nebenher. Und dann weißt du, wie manche im Laufschritt unterwegs sind und sich wirklich fertig machen. Und dann zu schauen, dann mal, wie lange geht meine Energiebatterie noch? Bei jedem Auto weiß, muss ab und zu eine Steckdose und auftanken. Ja. Ja, also so deutlich, wie du das jetzt sagst, habe ich noch nie, gehört. Diese Gedanken der Mütter, dass so, oh, ich habe Kinder und oh ja, und die sind ja noch so klein und ich kann doch jetzt nicht von denen verlangen, dass sie die Wäsche waschen. Und ja, sie brauchen doch Zeit, sie brauchen doch einfach Zeit mit ihren Freunden zum Spielen, zum, sie sollen sich doch adäquat entwickeln. Mhm. Und das und ja, sollen sie auch, die werden jetzt auch nicht zur Kinderarbeit missbraucht. Aber ein 3-Jähriger kann eine Spülmaschine ausräumen lernen. Ja. Und das passiert jeden Tag in der Familie. Wenn du bei einem 10-Jährigen ankommst und sagst, so, übrigens, jetzt bist du 10, jetzt kannst du mal die Spülmaschine ausräumen, hast du ganz schlechte Karten. Wenn du beim 3-Jährigen anfängst, sobald er die Sachen, die aus Plastik sind, so hat meine Tochter das gemacht. Was aus Plastik ist, kann er rausnehmen, wo nicht die Gefahr des Gleichzerbrechens da ist. Ne? Die ganz früh, als er klein war, mit ihm geübt. Mhm. Und dann oben hinstellen, weil die Schränke kommt da nicht. Aber wenigstens raus, mithelfen. Und wer kleine Kinder kennt, der weiß, die mögen nichts mehr als mithelfen. Ja. Mit kochen, mit backen, mit Kekse machen. Ja? Was war es noch? Ach komm, du kannst das schon. Waschmaschine raus, Trockner rein, drück auf den Knopf. Mein Vater, der war 78 oder so, als er das erste Mal lernte, eine Waschmaschine zu bedienen, weil meine Mutter blind wurde. Mhm. Ganz schön spät, ne? Ja, und so einfach. Der wusste nicht mal, wie er, tatsächlich, der kannte keinen Geldautomaten. Ich lüge nicht, ja. Meine Mutter hat das alles gemacht. Die war der Finanzminister der Familie. Mein Vater wusste nicht, wo er Geld herkriegt. Hat er dann gelernt. Ja. Und das ist sehr spät. Je früher wir anfangen, unsere Kinder lebenstüchtig zu machen, Leute, wir haben doch eine Verantwortung. Lebenstüchtig, beziehungsfähig, interaktionsfähig, fähig zu verbalisieren und auszudrücken, Mama, das will ich jetzt nicht. Okay, ist das jetzt nur für einen Moment oder machst du es dann später? Oder also auch in Diskussion zu gehen, durchaus, das ist lästig, ja. Ja. Möchte auch lieber Diktator sein als Mutter, geht aber nicht. Ich habe leider den Fehler gemacht und das auch sehr häufig gesagt. Es war kein Fehler, aber es war schwierig. Ich habe gesagt, ich will keine Ja-Sager erziehen. Und genau das habe ich gekriegt. Ja. Warum? Weshalb? Erklären. Ja? Ich habe die wirklich versucht, alle 4 Mädchen, einen Jungen, zu selbstständigen Menschen zu erziehen. Das ging sehr früh los, dass die Mädchen dann irgendwas machen wollten, was eigentlich länger wegbleiben soll. Kannst du gerne machen. Einmal im Jahr ein Selbstverteidigungskurs. Jedes Jahr auffrischen. Das haben die gemacht. Großartig. Jetzt, ja. Okay. Irgendwas hatte ich gerade schockiert.
Nein, nein, ich denke darüber nach, fünf Kinder, sagen wir mal so Pubertät, so von, weiß nicht, von 8 bis 15 oder so. Oder auch jünger. Also, und ich stelle mir vor, also all die Hoch-X-Themen, die wir gerade besprochen haben, und jeder hat irgendwas anderes. Und dann kommen die ja auch, dann haben die ja, also weiß ich, dann bringen die was mit aus der Schule und dann geht es ihnen nicht gut und dann brauchen sie Mama und dann kuscheln und Ja. dann wieder in dieses Fahrwasser zu kommen und also das, wow, so ein Haufen. Ja, So. aber schau, für die Kinder ist das ja ihre Normalität. Denn die Kinder leben ja ihre Hoch-X-Art auch immer. Und wie du es schon gesagt hast, denken, das ist ganz normal. Wenn du dann ihnen ihre Bedürfnisse nicht ausredest, zum Beispiel, ich möchte heute Mittag nichts essen, es war gerade so viel. Du musst aber essen. Ist noch kein Kind verhungert, wenn Essen auf dem Tisch stand. Nein, da musst du nicht. Ganz einfach. Was möchtest du denn stattdessen? Ich will mein Zimmer gehen. Okay, tschüss, melde dich einfach wieder. Ja, auch Vertrauen schenken. Ja. Vertrauen schenken an die Kinder. Wenn du Ja. ihnen vertraust, ne, dass sie wissen, was sie brauchen, dann ist das jetzt gut für dich? Okay. Soll ich dir das Essen aufheben? Machst du es dir später wieder warm? Nee, will ich nicht. Was gibt's denn? Oh nee. So, okay, dann nein. Ja. 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 Und was wir sonst immer gemacht haben, das war ein zentraler Punkt, immer, immer, immer ausnahmslos gemeinsam Abendessen. Und dieses ausnahmslos gemeinsam Abendessen zum Austauschen, zum Sprechen. Ne? Wie war dein Tag? Ne? So oder so? Das reicht schon. Mit so drüber reden? Nö. Was war denn? So, und dann lernst du eben auch das Austauschen darüber, das Sprechen darüber. Und glaub nur ja nicht, dass die alle gleich kommunikativ waren. Mein Sohn war ein Schweiger. Wenn es dem schlecht ging, hat er die Klappe nicht aufgemacht. Also ist richtig, Tür zu und du hast dann nur gehört, eine Brummel vor sich hin, ja. Das musst du auch abkönnen als Mutter. Wenn du merkst, dem geht es nicht gut, du siehst es ihm ja an, ja. Will aber nicht, ist ein Schweiger. Dann schweigt er halt, solange er schweigen muss. Ja. Okay. Wenn ich jetzt als Mutter da drin sitze, in diesem Haufen, in diesem schönen Ja. Haufen, schöner Familienhaufen, und ich ja, was wollte ich jetzt fragen? Jetzt, oh, jetzt habe ich es Wenn du als vergessen. Mutter da drin sitzt in diesem Haufen mit diesen vielen unterschiedlichen Kindern. Ja, genau. Und der eine will jetzt das Shirt nicht anziehen und der nächste ist, ja, ist beleidigt, weil er durfte irgendwas nicht. Und ja, also es gibt ganz viele Situationen. Ja. Und der Mann ist auch vielleicht auch beleidigt, weil du irgendwas falsch gesagt hast oder so. Wie schaffe ich es als Mutter, bei mir zu bleiben? Immer noch, Ja. ich bin die beste Mutter überhaupt für meine Kinder. Und wie schaffe ich es, da zu stehen und auch noch zu lächeln und die Freude nicht zu verlieren? Also erstmal, du darfst auch mal nicht nett lächeln. Das ist ein Ja. extrem hoher Anspruch an sich selbst, wie ich es vorhin auch gesagt habe. Du darfst auch mal die Schnauze voll haben, ehrlich. Ich Ja. werde nie vergessen, es gab mal eine Situation, da, als sie gerade mal wieder so rumgezickt haben, die drei Mädels in der Pubertät, das war also, die waren schon ein bisschen älter. Und dann habe ich wirklich gesagt, macht euren Scheiß alleine. Ja? Und rannte raus, wollte gehen. Und dann stellt sich die Älteste von den dreien da vor mich hin und sagt, so, das darfst du nicht sagen. Es ist deine Pflicht, unseren Charakter zu formen. Da habe ich gesagt, okay. Aber es darf mir auch mal zu viel sein. Ernsthaft, genau in der Formulierung. Es Wow. darf mir auch mal zu viel sein. Und ich nehme jetzt meinen Hund, Yi Chang Po, Heinze, und wir gehen jetzt spazieren. Und ich muss mal kurz die Luft in meine Nase wehen lassen. Und dann bin ich durch die Felder und Wiesen gegangen. Und in einer halben Stunde komme ich zurück und habe Distanz. Also, das ist jetzt ein wichtiges, 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 ein Codewort, ein richtiges Mama-Codewort, ein wichtiges Mama-Codewort. Distanz. Räumliche und zeitliche. Irgendeine heiße Situation, egal was. Kind pumpt, Mann pumpt, ich selber pumpe. Kann ja auch sein, ne? Der ist gestresst, der ist gestresst, ich bin gestresst. Ne? Räumliche, zeitliche Distanz. Und wenn du keinen Hund hast, der dir als Ausrede gilt, weil der, guck mal, der dreht sich die ganze Zeit schon durch, ich glaube, der muss raus, dann geh alleine. Du kannst alleine auch rausgehen.
Ja. Du kannst auch, und es regnet und es ist kalt oder es ist zu heiß, du kannst nicht raus, sagen, ich gehe in mein Zimmer. Ja, und dann fängt es an. Das ist eine Frage, die ich sehr häufig stelle im Coaching. Hast du ein eigenes Zimmer? Nö. Hat dein Mann ein Arbeitszimmer? Hat dein Kind ein eigenes Zimmer? Und du? Ja, dann gehe ich in die Küche und mache die Türen in mir zu. Ah, okay. Das Los der Mütter. Ja. Schlafzimmer? Ja, Schlafzimmer, das benutzen wir nur zum Schlafen. Vielleicht könnt ihr was umräumen. Auch da geht es dann darum, in Möglichkeiten, Chancen und Optionen zu denken. Was kann ich denn verändern, damit ich auch einen Rückzugsort habe? Ja. Es gibt Männer, die haben kein Arbeitszimmer, die gehen in die Garage. Ja, Da steht ein das ist gut. Kühlschrank, da machen sie ein Flasch Bier auf, streicheln ihr Auto und sagen, boah, schön. Ja, das ist so gut, dass du das sagst. Also, dass es viele Optionen gibt. Viele Lösungen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt welche denken so, ja, ich brauche auch mein eigenes Zimmer und aber wir wohnen so klein und wir haben halt so ein kleines Haus und ich habe nicht so ein, also ich habe halt kein Zimmer oder wir haben kein Zimmer übrig. Aber es gibt ja viele, viele Lösungen, ja. Also jetzt, ich hab noch keinen erlebt, der mit seinem Kind als Eltern oder alleinerziehend in einem Raum gelebt hat. Es gibt immer einen zweiten Raum. Ja. Und sich da auch, Leute, ihr habt alle ein Klo. Und zu sagen, Ja. so, Klozeit. Tür zu, abschließen, sagt so. Und jetzt lese ich was. Ja, und wenn es doch nur eine Viertelstunde ist. Räumliche, zeitliche Distanz. Wir reden jetzt nicht als Dauerlösung. Es ist aufs Klo gehen, ja. Aber das ist übrigens das Gleiche, was ich auch empfehle, wenn im Job ein Konflikt da ist. Ja, du kannst manchmal aus Konflikten nicht raus. Du hast eine Krisensitzung, ein Krisengespräch. Du kannst aber immer, immer, immer aufs Klo müssen. Immer. Ja, das ist wahr. Ein Ja. Fluchtort. Nicht gerade der schönste, aber einer. Ja, wenn du räumliche, zeitliche Distanz brauchst. Ja, man kann ihn ja schön machen. Ja, also bei uns gab es auf dem Klo, gab es immer Zeitungsständer, ne, so, und man konnte dann lesen und es Ja. sah auch hübsch aus, es duftete gut. Ja, man kann es sich wirklich schön machen. Ja. Ja. Ich würde ganz gerne noch Sorgen ansprechen, Sorgen der Eltern. Wenn zum Beispiel das Kind nicht ins System passt, wenn das Kind, ja, wenn es vielleicht in der Schulklasse nicht so ankommt, wenn ihm alles zu viel ist, wenn die Lautstärke zu viel ist im Klassenzimmer und er findet nicht, keine Freunde, wird nicht eingeladen zum Geburtstag und so, das. Ja, das sind ja Sorgen. Das hat ja auch was mit, ja, mit einem Hochextrem zu tun, wenn, Ja, na klar, na klar. ja, genau, das würde ich ansprechen. Ja. Selbstbewusstsein stärken. Ja. Selbstbewusstsein stärken beim Kind. Wir Mütter leiden ja nicht unter der Tatsache, dass es so ist, sondern dass das Kind darunter leidet. Keine Freunde zu haben, zum Beispiel. Oder nicht eingeladen zu werden. Also wichtig ist, das Kind zu einer starken Persönlichkeit zu machen, zu sagen, bei mir ist das einfach so. Ich brauche das so. Ich möchte das so haben. Also, dass Kinder wirklich lernen, sie haben eine Stimme und sie dürfen ihre Stimme benutzen. Und sie müssen nicht funktionieren, sondern wir dürfen auch wirklich, auch hier, die Kinder sagen, ich habe diese und jene Bedürfnisse und so hätte ich das gerne. Und natürlich machst du dir als Mutter Sorgen oder als Vater. Ja. Dass sich Sorgen machen, ist aber auch hier wieder Metakognition, gehen wir wieder in die übergeordnete Perspektive. Muss ich mir diese Sorgen machen? Ist es wirklich etwas, was in dem Ausmaß, wie ich es mir gerade vorstelle, relevant ist, oder ist es nicht ganz so schlimm? Es jetzt hilfreich, mir darüber Sorgen zu machen? Oder kann ich es eh nicht ändern? Dinge, die ich nicht ändern kann, schnell lassen, weil dann kriegst du nur Stress. Gibt diesen schönen Satz, oder wie heißt der Spruch? Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, wow. Ja, Und sehr diese gut. Weisheit zu kultivieren, zu sagen, Moment, macht das jetzt Sinn? Ja, kann ich was ändern? Nein, kann ich nicht. Sorgen machen. Ja, was kann ich besser machen? Ich kann immer aussprechen. Ich kann immer sagen, du kann es sein, das fragend. Auch Kinder muss man nicht überstülpen und übergriffig, ich sehe doch es so und so, sondern brauchst du irgendwas, kann ich was tun?
auch wenn die zum Beispiel, wie die Eltern, die eigenen Eltern, also man selbst als Eltern, mit dem eigenen Hoch-X-Thema umgehen, ist ja das Vorbild für Kinder. Wenn Mütter, Väter sich erlauben, Rückzugsmöglichkeiten zu haben oder Bedürfnisse, dann wird das Kind es sich auch erlauben. Wenn die Mutter sagt, oh, was ein Glück, zu dieser Feier muss ich nicht hin, ja, ist das schön, dann wird das Kind auch nicht immer sagen, oh, ist das, oder dieses typische Vergleichen, was sollen die Nachbarn sagen oder die Cousine oder die Schwester oder sowas, wenn die das nicht hören, wird es auch kein relevantes Thema beim Kind sein. Ja. Also da wirklich mal zu überlegen als Eltern, wie gehe ich denn mit mir selber um? Was liegt denn vor? Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu akzeptieren, weil man dann auf einmal erkennt, ups, okay, ja, kein Wunder. Ja? Habe ich meine eigenen Hoch-X-Themen nicht nur akzeptiert, sondern geradezu kultiviert? Weiß ich um meine Andersartigkeit und finde es auch vollkommen in Ordnung? Versuche ich nicht, als 1,85 große Frau mit eingezogenem Kopf und Schultern so ganz klein, damit die Leute denken, ich wäre 1,68 groß? Oder ziehe ich immer noch High Heels an? Das ist die Ebene. Ja, cool. Genau, ich hatte das ja eben gesagt mit dem Klassenzimmer, was zu laut ist und wo das Kind nicht so gut mit klarkommt. Und es gibt aber doch auch Schulpflicht. Also Eltern auch, kommen gibt auch Freilerner. Dann so, ja, ich sitze jetzt in der Zwickmühle. Ja, gibt es auch, nur dafür braucht man dann auch Mut als Eltern, besonders auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Genau. Und jetzt geht das Kind in die Schule und es ist einfach überfordert mit allem. Und Eltern denken, sie kommen da nicht raus, weil das Kind muss ja zur Schule gehen und ja, sie sind dann so hilflos. Ja, aber wir haben es gerade schon genannt. Sie müssen eben nicht zur Schule gehen. Sie müssen nicht zur Schule gehen. Es gibt Alternativen. Und du hast vorhin, da bin ich nicht drauf eingegangen, gesagt, ja, sie passen nicht ins System. Ja. So, das ist ein extrem weit verbreiteter Irrtum, dass es ein Leben ohne System gibt. Es gibt immer ein System. Die Familie ist bereits ein System. Ja. Das System heißt auch immer, ich muss in irgendeiner Weise Ressourcen beschaffen. Ein Dach über dem Kopf, einen vollen Kühlschrank und Klamotten, also Geld verdienen. Wie mache ich das? Das ist bereits ein System. Es gibt kein systemfreies Leben. Ja. Weil alles ist miteinander irgendwie verbunden und irgendwelche Bedingungen und Bedürfnisse sind immer da, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Und wenn etwas wirklich so schlimm ist, vermeintlich so schlimm, vermeintlich heißt erstmal, auch das zu hinterfragen. Ja. Auch das erstmal zu hinterfragen. Wenn dann, ja, es ist so, dass ich es ändern muss, dann ändern. Es gibt immer Alternativen. Immer. Auf La Palma lebt eine Familie mit vier kleinen Kindern, Freilerner. Die Norweger, Deutsch und die reisen durch die Welt mit dem Wohnmobil erst, dann haben sie sich niedergelassen, erstmal einmal wieder in Deutschland, dann in Norwegen, dann jetzt auf La Palma. Es gibt viele Menschen, die so leben. Viele. Wir lernen natürlich bei uns auf der Insel mehrere solche kennen, weil das ein sehr beliebtes Ziel ist. Aber keiner muss da bleiben, in einem System bleiben, von dem er glaubt, er könnte es nicht verlassen. Ja. Aber, was hast du eben schon selber gesagt, gehört richtig viel Mut dazu. Richtig viel Mut. Ja. Und dann habe ich das, also das ist jetzt auch von mir persönlich, dass ich dann, ja, ich war früher ganz angepasst und ich bin ein bisschen raus und wenn ich dann aber so Dinge mache, die die Gesellschaft vielleicht als ungewöhnlich hinnimmt, dann sind die Kinder, ja, die schrecken dann so zurück und sagen, oh nein, Mama, kannst du dich nicht an die Regeln halten? Oh Mama, musst du denn so auffallen? Oh nein, und ja, das ist ihnen peinlich. Ja. Peinliche Eltern, ich war auch peinlich. Ja, das ist furchtbar peinlich. Und dann darf ich nicht mitgehen, weil ich bin peinlich. Ja, habe ich auch gehört. Also, aber was den Kindern alles peinlich sein kann, stell dir vor, also der Vater früher, der hat einen Oldtimer-Fable gehabt. Also hat er einen Oldtimer gehabt.
weil die Kinder würden da schon gerne mitgefahren, aber nicht zur Schule. Dann musste der vorher an der Ecke halten, damit die anderen nicht sehen, dass die mit dem Oldtimer kommen, so einem komischen Auto, so einem komischen Schrottteil da, ja, so, pff, ja. Das ist mir peinlich. Das ist mir echt peinlich. Weil Kindern ist alles peinlich, was mit Eltern zusammenhängt. Okay. Also das erstmal zu überprüfen, tangiert mich das großartig. Und dann auch zu wissen, dass es eine normale Reaktion ist. Es ist peinlich, weil die Kinder sich mit Gleichartigen, nicht nur vom Alter her, sondern Gleichartigen vergleichen. Und dann diese Behauptung zum Beispiel, bei denen muss keiner die Spülmaschine ausräumen, dann auch nicht unbedingt zu glauben. Ja? Kinder mögen dann irgendwann mal auf den Trichter kommen, das dauert ein bisschen, wenn es älter werden, dann, boah, die hat sich was getraut, die Mama. Weißt du noch? Bei mir zum Beispiel, wir sind spazieren gegangen und da war ein Schwimmbad. War auf Lanzarote in einem Urlaub. Und dann fing es an zu regnen. Also wir waren eh schon alle nass. Und dann habe ich gesagt, ach, können wir doch auch im Pool springen mit den Klamotten. Mama, das traust du dich eh nicht. Schwupp, war ich im Wasser. Ja, so schnell konnten die gar nicht gucken. Das erzählen die aber heute noch. Mama, du hast dir Sachen getraut. Und dann weißt du noch, dann waren wir irgendwann mal in Holland und dann hat der Pitt hat Blödsinn gemacht mit dem Ketchup und der wollte sich das auf den Kopf schütten und dann hast du gesagt, mach doch. Dann hat er das auf den Kopf geschüttet. Ja, und du hast gesagt, ja, du hast gesagt, du tust es. Ja, das wissen die heute. Na, und erinnern sich noch, dass sie nicht diese, kannst du doch nicht machen, lass es bleiben. Und das, dieses Verbote-Erziehung, ja. Wenn du meinst, du musst das machen, probier es aus. Das kann auch blöde Erfolge haben, nämlich, ich habe erzählt, die Mädchen wollten immer länger wegbleiben und so weiter. Und dann gab es damals diese Alkopops. Wir reden von vor. Ja, die ja. Ja. 20 Jahre, ne? Also irgendein Wodka mit blaue Suppe vor der Tankstelle. Dann haben die zwei davon getrunken, waren bedüttelt und sind irgendwo hingegangen und da hat die Polizei die aufgegriffen und wir durften die dann um Mitternacht auf einer Polizeiwache abholen. Ja. Dann waren die so peinlich berührt, es war ihnen so peinlich, haben die nie wieder gemacht. Wir haben auch nie was dazu gesagt. Ja, wow. Wow, ich finde, du versprühst hier so eine Leichtigkeit. So alles nicht so ernst nehmen. So wir leben mit unseren Kindern und wir haben Spaß und wir nehmen das alles nicht ernst. Nee, sorry, muss ich dir sagen. Nein, so war es nicht. Ne? Schau mal, meine sind jetzt zwischen 42 und 32 Jahre alt. Ich bin schon lange, ich hatte eine lange Regenerationsphase. Ja. So, als das. Also ich sag mal, die akuteste Situation war diese Pubertät von drei Mädchen gleichzeitig. Das war richtig heftig. Boah, ich sag dir, da habe ich, habe ich einen Kurs entwickelt, war so ein Seminar, wie umarme ich einen Kaktus, Mutter sein in der Pubertät. Ja. Dieser Kurs, der war immer so stark besucht, dass wir den teilen mussten, dass wir zwei parallel machen. Ne? Weil das Thema war dann so brisant und natürlich, du ziehst ja immer die Dinge in deinem Leben an, die bei dir auch gerade relevant sind, dass es in meinem Leben ganz viele Mütter gab, die das gleiche Thema hatten, Mutter sein in der Pubertät, wie umarme ich einen Kaktus. So, das heißt, auch da sich zusammenzuschließen und da war ganz viel Austausch da und ganz viel Tränen und ganz viel, ich kann nicht mehr. Wie lange soll das noch gehen? Noch 3 Jahre, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ja? Dann aber wirklich zu sagen, so auch da Lösungen. Wir sind allein in Urlaub gefahren, ohne Kinder. Wir haben die Kinder auf den Reiterhof geschickt. Reiterhofferien, das war noch ganz in. Dann Zeltlager mit irgendwo in Frankreich. Ja? Also wirklich, wir müssen nicht immer. Man, 4 Wochen, die 4 Wochen kriegen wir rum. Ferienzeiten waren immer Hölle. In der Schule waren die super aufgehoben, hatten ordentlich was zu tun. 4, 6 Wochen im Sommer, wie kriegen wir die rum? Also das war nicht alles so leicht. Na, im Gegenteil. Ich hatte nur das Glück, ich hatte einen Mann, der die Kindererziehung genauso wichtig genommen hat wie ich, der Haushalt überhaupt kein Thema hatte. Wenn ich morgens die Betten abgezogen hatte und war dann den ganzen Tag unterwegs, konnte ich sicher sein, dass ich nicht sagen muss, abends sind die wieder bezogen. Solche Sachen, ja. Ja. Aber es war nicht immer leicht, echt nicht. Und es ist sehr hilfreich, sich Gleichgesinnte zum gemeinsamen Heulen, Jammern, aber auch aufrichten, austauschen, unterstützen, Hilfe suchen, zu suchen. Wir dürfen um Hilfe bitten, das machen ganz viele Frauen nicht, leider. Ja, ja. Wir dürfen sagen, wir können nicht mehr. Es gibt Mütterburnout, ernsthaft.
Es nennt sich soziales Burnout. Ja. Das kann tatsächlich passieren. Sagen, es ist mir zu viel. Es gibt auch Mutter-Kind-Kuren. Es gibt Mütterkuren. Auch das zu sagen, ich brauche eine Auszeit. Und sich das irgendwie. Ja. Und Oma und Opa, hier, das sind meine Kinder. Tschüss! Ja, ja, natürlich. Wenn ich natürlich meine Kinder anschreie und drohe und zwinge, das ist ja auch eine Ausdrucksweise von, es ist mir alles zu viel. Habe ich auch getan. Habe ich auch getan, Barbara. Ich habe sie angeschrien. Ich meine, eine von ihnen war sehr jähzornig, richtig jähzornig und kriegte cholerische Anfälle. Und es gab Phasen, da waren die so heftig, habe ich das Kind unter den Arm geklemmt in die Dusche und kalt Wasser draufgesprüht. Ui. Ja, die konnte nicht mehr atmen, hochrotes Gesicht. Also wirklich boah, voll daneben, ja. Dusche, kalt Wasser. Ja. Und dann habe ich irgendwann so ein Litermaß auf dem Küchentisch gehabt. Und habe gesagt, also pass mal, die Duschwand war kaputt, war so eine Schiebewand, ne? Die hat getrampelt und geschrien, war kaputt. Und darf jetzt nicht mehr kaputt gehen, ich habe hier schon mal einen Wasserbehälter hingestellt. Wenn es das nächste Mal so weit ist, guck mal, das steht da, ne? Also dann machen wir das nicht mit der Dusche, hier ist ja egal, können wir auch aufwischen. Glaubst du, ich habe noch ein einziges Mal einen cholerischen Anfall gekriegt? Geschrien habe ich, natürlich habe ich geschrien. Boah, manchmal ist es total zu viel. Auch dann lernst du dich zu entschuldigen. Ja. Ja, und es ist auch wichtig, da, also ich will das nicht. Also ich möchte meine Kinder gerne liebevoll begleiten. Ja. Liebevoll. Und der Weg daraus ist, dass ich liebevoll mit mir umgehe. Ja. Dass ich mich um mich kümmere. So wie wir am Anfang angefangen haben, dass ich meine Bedürfnisse sehe und ja, und auch auslebe, und dann kann ich mich um die Kinder kümmern. Genau. Absolut. Weißt du, die Liebe, die steht über allem. Die Liebe steht über allem. Ja. Das liebevolle Umgehen, und zwar ständig und immer, verzeiht einen Ausrutscher. Verzeiht das Anschreien. Weil das ist immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Genau. Das ist auch immer die Frage, wie oft kommt das vor? Ja, na klar. Wenn es davor kommt, dann. Also jede Woche rumschreien, da würde ich mir schon mal ernsthaft Gedanken machen. Das geht nicht, ja. Auch nicht jeden Monat. Aber wenn mal irgendwas wirklich ganz heftig ist, dann ach, ja, es passiert. Es passiert. Ja. Natürlich macht man sich Vorwürfe. Und natürlich macht man sich Sorgen. Aber wenn Kinder wissen, die Grundhaltung in ihnen gegenüber ist immer Liebe. Liebe. Kinder spüren das. Ja, spüren absolut. Das. Also sie testen es auch manchmal, wie weit kann ich gehen? Das ist ganz normal, gerade ob sie Trotzphase haben oder Pubertätsphase oder so weiter. Und dann kannst du sagen, ja, auch zur Liebe gehört, Grenzen zu setzen. Ja, das stimmt, ja. Und es gibt diesen schönen Satz oder die schöne Frage, die ich mir dann immer wieder gestellt habe. Was würde die Liebe dazu sagen? Ja, und die Liebe verzeiht vieles, die ist in vielen Dingen auch sehr tolerant. Und wenn ein Kind mal, die Frage ist mal, was nützen Verbote? Verbote, die du nicht durchsetzen kannst, da sagt die Liebe auch, komm, Mädel, überleg dir das mal, ob du das überhaupt sagst. Ja. Aber was würde die Liebe dazu sagen? Und dann merkst du auf einmal, du kannst in vielen Dingen sehr viel gelassener, ruhiger und toleranter umgehen. Genau. Und ob hochsensitiv oder hochsensibel, hochbegabt, viel begabt. Genau, es ist, wie es ist. Und ja, es spielt auch keine Rolle. Es ist ein Kind, es ist ein Mensch. Ja? Ob da nun ein Hoch-X-Etikett drauf pappt oder nicht, voll wurscht, ist bei jedem Kind so. Was würde die sagen? Genau. Jetzt hast du meine Abschlussfrage schon fast beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Die wäre nämlich gewesen, was ist das Größte, was ist das Wertvollste, was wir den Kindern mitgeben können auf ihrem Lebensweg? Sich geliebt zu fühlen. Sich geliebt zu fühlen. Sich geliebt, egal was sie tun. Na, egal welche Zornesausbrüche, Jähzorn, cholerischen Anfälle, Schweigen, ich weiß nicht was, ja. Zu wissen, sie sind geliebt. Ja. Und das als Grundhaltung, als Stimmung in Eltern zu kultivieren und zu nähren, ob die das jetzt merken, ist völlig egal. Irgendwann merken sie es. Ja, geliebt werden. Ja, danke schön. Ich danke dir, liebe Anne, für dieses wundervolle Gespräch.
mit ganz vielen Impulsen. Und ja, genau. Ich hoffe, es konnte jeder was rausziehen. Ist ja für jeden auch was anderes. Jeder zieht was anderes aus einem Gespräch. Genau, dann sind wir schon am Ende. Ja, gerne. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du da warst. Und ich danke den Teilnehmern, dass sie zugeschaut haben. Und ich freue mich auf das nächste Video. Dankeschön. Danke. War mir ein Vergnügen. Bye.